Hallo, da bin ich mal wieder. Ich möchte mit euch heute einen Zupfkuchen im Varoma machen. Ich weiß, dass da viele sagen, oh, im Varoma, und wie soll das sein und so. Ja, dass das Thema sehr umstritten ist. Ich möchte es aber trotzdem probieren. Genau. Und zwar möchte ich, wie gesagt, diesen Zupfkuchen machen. Eine Freundin an der Stelle, Sandra, hallo und vielen Dank für die Idee, hat mich darauf angesprochen und ich hatte das Rezept noch gar nicht wirklich gesehen. Habe es mir jetzt mal angeguckt und habe gedacht, das machen wir heute mal. Und zwar brauchen wir für den Teig 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 175 Gramm Mehl, 20 Gramm Kakaopulver, ein Ei und ein halbes Päckchen Backpulver. Ich habe mir das jetzt schon alles hier parat gestellt, dass wir direkt loslegen können. So, wir fangen an mit 75 Gramm Zucker. Dann kommt dazu 175 Gramm Mehl. Warum ist die Waage jetzt nicht an? Das sind ungefähr 100, so eine Schaufel. Dann geben wir dazu Butter, Kaba und das halbe Päckchen Backpulver. Spatel. Und dazu kommt jetzt ein Ei. Und wir dann 25 Sekunden auf Stufe 6 verrührt. So, 25 Sekunden, Stufe 6. So, die 25 Sekunden sind um. Das sieht auch sehr gut aus. Schaut. Dann machen wir das jetzt raus. Einfach auf den Kopf stellen, einmal ein Messerchen drehen und es plumpst raus. Ihr seht, der Topf ist auch wirklich relativ gut sauber. So, jetzt wird er mit den Händen nochmal durchgeknetet. Ein Drittel ungefähr wird weggenommen und der Rest wird in die Form. Die habe ich mir im Rezept steht eine 18er Form. Meine ist 17. Ja, wird trotzdem gehen. Dann wird es da reingedrückt. Ich mache mir immer für den Rand solche Würstchen, sage ich mal. Da kann ich es gut einfach dran drücken und den Boden. Den mache ich schon mal so und drücke den jetzt einfach mit den Händen zurecht. Also einfach wirklich schön verteilen, wie beim normalen Käsekuchen eben auch. Dann kann ich hier diese Teile nehmen und einfach reinlegen. Und dann wird das alles eben schön dran gedrückt. Der lässt sich auch super gut verarbeiten. Also er backt jetzt nicht, wer weiß, wie an den Finger. Und er bröselt auch nicht. Also das ist
eine sehr schöne Sache. Ihr könnt natürlich auch die Mengenangaben nehmen und einfach in den Backofen stellen, ja? Also wer nicht so, das mache ich relativ oft, dass ich so einen kleinen Kuchen mache, dass man eben dass es für einmal Essen reicht und dass man da einfach nicht immer so viel übrig hat. Wobei der bei uns auch nicht schlecht werden wird, aber das muss ja nicht sein. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zeige es euch. Erkennt. So. So, Dalla, jetzt geht's weiter mit der Füllung. Und zwar geben wir jetzt die Butter, Zucker, Eier, Quark und Vanillezucker und Vanillepuddingpulver mit rein. Und zwar brauchen wir 90 Gramm weiche Butter. Mein Spatel habe ich da. Die habe ich mir schon vorab gewogen. Ich musste die nämlich noch ein bisschen ins Warme stellen, weil der Kuchen jetzt auch relativ spontan gemacht wird. Dann brauchen wir 100 Gramm Zucker. Wir sind jetzt auf 85, das reicht mir aber. Zwei Eier. Dann einen guten Teelöffel Vanillezucker. Natürlich der selber gemachte. Wer hat? Ein halbes Päckchen Puddingpulver. Ein halbes Päckchen. Bisschen noch. So, und dann geben wir noch dazu 250 Gramm Magerquark. Den haben wir eigentlich immer da. Den mache ich jetzt leer, das wird ein klein bisschen mehr sein, aber das dürfte ja kein. Das ist doch ein ganz schönes bisschen mehr. Dann halten wir uns mal lieber ans Rezept. So. Wunderbar. Also, haben wir alles? Butter, Zucker, Eier, Magerquark, Vanillezucker. Wunderbar. Vanillezucker, Zucker, ja, und Puddingpulver. Das Ganze wird nun 30 Sekunden, falsch, falsch, 30 Sekunden auf Stufe, lasst mich gucken, 5 verrührt. So. Jetzt haben wir das schön vermischt. Bei dem das jetzt nicht richtig ist, der schiebt es einfach noch mal nach unten, aber das ist bei mir okay und stellt es einfach noch mal an. Dann wird das hier reingefüllt. Da nehme ich mir jetzt doch auch meinen anderen Spatel dazu. Damit kriegt man es einfach doch schöner raus. Gerade diese flüssigen Geschichten. Wunderbar. Ihr könntet euch jetzt zum Beispiel, das mache ich jetzt heute nicht, was ich schon gemacht habe, wenn wir Besuch bekommen haben oder ich einfach Lust dazu hatte, dass ich meinen Teig, der oben drauf gekommen ist, einfach ein bisschen ausgerollt habe.
Und dann verschiedene Motive einfach. Ein Stern. Oder sollen wir es machen? Nee, wir lassen es jetzt so. Ein Stern ausgestochen habe. Oder so. Dann hatte ich für Tim schon mal welche gemacht. So, mit den Plätzchen ausstechern einfach, ne? So, jetzt wird einfach das gezupft und oben drauf gelegt. So, jetzt fülle ich in meinen Mixtopf 1,5 Liter Wasser. Und spüle den grob aus, also wirklich nur einmal mit der Spülbürste kurz durch. So, und dann 1,5 Liter Wasser rein. So, jetzt wird der aufgesetzt. Deckel drauf. Das Ganze wird jetzt 75 Minuten. Bei Varoma, klar. Jetzt war ich wieder falsch. 75. Varoma. Dann der Varoma natürlich aufsetzen, ganz klar. Der Kuchen, ich zeige euch. Nee. So sieht er jetzt aus, also wie der normale Zupfkuchen auch. Stopp. Der Kuchen wird natürlich erst noch mit Frischhaltefolie abgedeckt. Und dann wird er hier reingestellt. 75 Minuten Varoma und Stufe 2. Varoma, Stufe 2. Einfach garen lassen. Wenn er fertig ist, zeige ich ihn euch natürlich gerne, mache euch wieder Fotos davon. Aber wir sehen uns dann erstmal, wenn er ja, fertig gegart ist. Ich gucke dann mal, ob ich mit den 75 Minuten hinkomme. Oder ob ich meine, dass er vielleicht ein bisschen länger braucht, weil er innen drin noch weich ist. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich hatte ja schon mal, verlinke ich euch auch, einen Quarkkuchen mit Mandarinen gemacht. Verlinke ich euch unten in der Infobox das Video. Der war echt klasse. Der war echt super lecker. Und ja, das hoffe ich hier natürlich auch. Das sehen wir uns dann in 75 Minuten. So. Es hat jetzt gerade geklingelt. Der Thermomix hat geklingelt. Ich habe, muss ich euch ehrlich sagen, nochmal ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ich glaube, 7 hatte ich ihn jetzt drin. 10 hatte ich eingestellt. Und nach 7 habe ich ihn rausgeholt, also ausgemacht. Vorher war mir das in der Mitte noch nicht so ganz geheuer. Aber jetzt schaut er gut aus. Ich hole es mal raus. So. Mach mal die Folie ab. Und auch das sieht super aus. Riechen tut es auch sehr gut. Ich muss jetzt gerade mal zurück. So. Ich zeige ihn euch. Tada, da ist er. Ja, also super lecker, schaut es aus. Wir lassen das jetzt auskühlen, essen jetzt erstmal Mittag und ja, zum Kaffee gibt es dann den Zupfkuchen, von dem ich euch ein Foto mache und das einstelle. Genau, ich zeige euch aber vorher nochmal. Genau, bis gleich dann. So, da bin ich mit dem ausgekühlten Zupfkuchen. So schaut er aus.
ganz gut geworden, finde ich. Hat sich auch schön lösen lassen. Und jetzt schneiden wir ihn einfach mal an. So. In der Mitte ist er bestimmt noch ein klein bisschen warm. So. Ja, der schaut doch schick aus. Korrekt? Gut, ne? Genau, ich mache euch noch ein Video. Auch außen, das ist nicht klebrig. Ich habe noch gedacht, aber es ist wirklich super geworden. Ich mache euch ein Video und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Ciao, ciao.